Teil 2. Reden wir mal über Sport und Ernährung. Sport. Wie kam es dazu, dass ich Sport gemacht habe oder zumindest begonnen habe, mich zu bewegen? Ein ausschlaggebendes Erlebnis für mich war Simracing. Ich habe in meinem Rig gesessen und habe irgendwann gemerkt, dass das nicht mehr so gut funktionierte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte sehr, sehr viel fahren, aber ich konnte irgendwann nicht sehr, sehr viel fahren, weil meine ganzen Beine einfach, oder meine Beine einfach irgendwann so steif waren und das einfach auf Dauer nicht mehr funktionierte. In 2021 bin ich 42 Wochenenden Rennen gefahren und unter der Woche 3 bis 4 Mal am Tag auch noch, also nicht 3 bis 4 Mal am Tag, sondern 3 bis 4 Mal die Woche und habe dort 4 bis 5 Rennen am Tag gemacht, weil ich den Drang hatte, besser zu werden. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Körper das gar nicht mehr mitgemacht hat. Also so überhaupt nicht. Ich habe dann noch mit anderen Menschen in meinem Leben über diese Sache gesprochen, die mir dann auch positiv sozusagen geholfen haben, mein Mindset zu ändern. Und ich bin dann eines Nachts bin ich auf meinen Crosstrainer gegangen, der in meinem Gästezimmer stand, und bin einfach mal 2 Stunden gelaufen. Weil mich das so sehr bewegt hat und mich so innerlich aufgewühlt hat, dass ich gesagt habe, so, wir müssen damit jetzt irgendwie mal anfangen. Und ich bin dann 2 Stunden gelaufen. Ich habe über mein ganzes Leben nachgedacht, was mir heute sehr, sehr viel geholfen hat auch. Und bin schlafen gegangen, bin morgens wieder aufgestanden, bin wieder 2 Stunden laufen gegangen, weil ich gesagt habe, ey, so geht das nicht weiter hier. Also in Bezug auf den letzten Teil war das auch ein ausschlaggebender Grund, warum sich für mich sehr, sehr viel geändert hat. Und so bin ich laufen gegangen. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus, jeden Morgen laufen. Ich habe das dann irgendwann so weit getrieben, dass als ich meine Ernährung noch nicht umgestellt hatte, dass ich, wenn ich mir eine Pizza reingeknallt habe, weil das ist normal, schmeckt gut, möchte man essen, bin ich einfach nochmal dafür laufen gegangen. Ich habe angefangen, Tischtennis zu spielen. Ich habe viel mehr begonnen, mich zu bewegen. Ich habe wirklich meine Uhr, die gibt mir meine Schritte aus, dass meine Schritte wirklich jeden Abend voll waren. Meine längste Serie betrug, glaube ich, 8 Monate, wo alles voll war ständig. Das hat dann für mich den, ja, sage ich mal, den Nebeneffekt gehabt, dass ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe dadurch. Also durch das morgendliche Laufen war ich viel entspannter. Mein Körper ist hochgefahren, ich musste mir nicht so wie früher 3 Dosen Energy reindonnern, bevor ich den Stream angemacht habe, um irgendwie zumindest halbwegs auf Sendung zu sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die ganzen anderen Sachen gar nicht brauche. Also ich brauche gar nicht irgendwie Energy, Kaffee oder Cola mir reinzuzimmern, sondern laufen war es. Bin dann laufen gegangen, immer weiter und weiter und weiter, bis ich irgendwann für mich so einen Mittelweg gefunden habe, wo ich gesagt habe, hey, okay, also Rennfahren ist anstrengend, auch für den Körper, Laufen auch. Also 2 Stunden Laufen ist ein bisschen viel, dann bin ich runtergegangen, 1,5 Stunden ist immer noch ein bisschen viel, 1 Stunde ist immer noch ein bisschen viel, 1/2 Stunde ist immer noch ein bisschen viel, 20 Minuten fühlte sich gut an. Und dann habe ich für mich so integriert, 20 Minuten am Tag laufen gehen. Plus die ganzen anderen Sachen, also in der Wohnung rumwuseln, aufräumen etc. pp., Tischtennis spielen und was auch immer noch für sportliche Aktivitäten in der Woche dazu kam. So habe ich für mich den Sweet Spot gefunden. 20 Minuten ist so die Zeit, wenn du richtig gar keinen Bock hast morgens, schaffst du 20 Minuten, schaffst du. Also ich schaffe 20 Minuten. Dann bin ich irgendwann dazu gekommen, dass ich einen wundervollen Coach bekommen habe, den ich auf der Gamescom kennengelernt habe, der früher bei Alternate gearbeitet hat, den guten Vladi. Vinzeps heißt er auf allen möglichen Social Media Seiten, unglaublich toller Typ, und der ist dann mit mir alles durchgegangen, Vorgesprächen, wir haben dann darüber gesprochen, wie wir das in den Tag integrieren können, wir haben super viele Trainingspläne durchgemacht, ich habe zu Hause begonnen zu trainieren und habe dann ganz leichte Übungen gemacht mit Widerstandsbändern, am Anfang sogar ohne, und ich habe gemerkt, wie eingerostet mein Körper war. Ich konnte das zum Beispiel konnte ich früher nicht machen. Ich konnte meinen Kopf nicht beiseite legen, geschweige denn konnte ich 5 Sekunden meine Arme oben halten, ohne dass mir das irgendwo wehgetan hat. Und so bin ich mit Vladi ins Gespräch gekommen. Wir haben super viel gesprochen. Wir haben gemeinsam Trainingseinheiten gemacht über Videocall. Und so habe ich langsam meinen Muskelaufbau, also Muskelaufbau oder sagen wir mal Motorik, angefangen zu überarbeiten. Und das ging dann auch so ein halbes Jahr, bis ich dann irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, oder weißt du was, also zu mir selber, bau dir doch in deine Garage ein paar Sachen. Dann habe ich meine Garage komplett leer geflüht
habe da drinnen einmal so einen schönen Boden reingelegt, also so einen weichen, dass man da drinnen barfuß sein kann und auch die Gewichte nicht immer richtig auf den Boden klatschen. Und da habe ich mir eine Hantelbank gekauft. Und dann hatte ich gemeinsam, also ich habe die Garage gemeinsam mit meinem Nachbarn eingerichtet. Die können da auch jederzeit rein und Sport machen, wenn sie Lust haben. Und dann steht da mein Crosstrainer drin, eine Hantelbank. Und dann habe ich begonnen, Training zu, also richtig zu trainieren. Also ich habe nicht nur Sit-Ups gemacht oder Bankdrücken, sondern habe alle möglichen Übungen mit Vladi zusammen besprochen. Und wir sind ganz viele Trainingspläne durchgegangen, dass das für mich in meinen Tag reinpasste. Also ich habe von einer Stunde Training bis nur eine Stunde dreimal die Woche, bis eine Stunde zweimal die Woche, bis hin zu, ich mache 4 Übungen am Tag, aber dafür mache ich das irgendwie 5-mal die Woche. Und so sind wir dann auch immer Übungen durchgegangen, was mir wehgetan hat und was nicht gut war, also von der Ausführung her. Weil meine Schulter habe ich mir früher, als ich Kraftsport gemacht habe, 2-mal ausgekugelt und die linke ist ein bisschen angeschlagen. Und so sind wir das alles durchgegangen, so dass das für mich in meinen Tag gepasst hat. Also ich mache jetzt, ich habe so für mich festgestellt, dass ich persönlich einen guten Coach macht das aus, dass der das so baut, dass du daran Spaß hast. Und Vladi, also Vinzeps, hat das wirklich geschafft, das, mich dazu zu animieren, das zu tun. Also er hat die Trainingspläne wirklich auf meine Bedürfnisse, also wir haben super viel, hat er mir Fragen gestellt, wie passt das für dich in den Tag, wann ist für dich die beste Zeit. Und ich habe dann dabei so viel Spaß entwickelt, dass ich gesagt habe, ey cool, ich mache dann halt einfach 5 Tage die Woche Sport, gehe vielleicht noch 2-mal laufen, also nochmal extra. Und dann ist das für mich alles fein. So, ich habe dann motorische Übungen gemacht für mein Becken, für meine Schultern, für meine Beine und habe halt irgendwann festgestellt, dass das ziemlich geil ist. Der positive Nebeneffekt bei der ganzen Sache ist, ich habe bis heute in einem Jahr 40 Kilo abgenommen. Und das nicht mal mit der Prämisse abzunehmen, sondern es war ein Nebenprodukt der Umstellung. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich wirklich den positiven Nebeneffekt, egal wann ich aufstehe, ich habe immer Lust zum Sport zu gehen. Ich habe aber auf der anderen Seite, setze ich mir nie den Druck, dass das unbedingt sein muss. Also sprich, wenn wir da in die Ernährung reingehen und ich sage mal, ich habe jetzt Bock auf eine Packung M&M's, dann ballere ich mir halt eine Packung M&M's rein. Weil von einmal wird da nicht irgendwie großartig alles aus der Bahn geworfen. Wo wir zum Punkt Ernährung kommen. Das war für mich, ich bin hier eingezogen damals und ich hatte keine Küche und ich habe mich wirklich unterirdisch ernährt. Also ganz viel Döner und Fastfood und Mikrowellenessen und sowas. Und ich habe für mich festgestellt, irgendwie zieht das immer den Körper runter. Also ich habe sehr viel auf meinen Körper gehört, auch wenn ich jetzt beispielsweise Tage habe oder Tage hatte, wo ich in einem 24-Stunden-Rennen irgendwie gefühlt 2 Liter Cola getrunken habe. Das hatte irgendwann den Negativeffekt, dass das gar nicht mehr, sage ich mal, erfrischend oder aufweckend war. Und ich habe dann in einem Selbstexperiment, in einem 24-Stunden-Rennen einfach mal 3 Liter Wasser getrunken und das tat besser als 3 Liter oder 2 Liter Cola. Und so habe ich dann bei meiner Ernährung zum Beispiel ganz viel Fleisch rausgestrichen. Also ich esse vielleicht einmal in der Woche, manchmal alle 2 oder 3 Wochen mal Fleisch, weil meine Vermieterin mir was zu essen macht. Ansonsten lebe ich größtenteils vegetarisch und habe auch viele vegane Produkte mittlerweile in meinem Haus. Also ich benutze da an der Stelle auch gar keine Zusatzprodukte, also weiß ich, Burger Patties oder vegane Schnitzel oder so, weil mir das einfach nicht schmeckt. Und ich habe super viel Salat integriert. Ich esse seit einem Jahr, gut einem Jahr, jeden Morgen 200 Gramm Haferflocken mit einem Apfel, mit einer Banane, also Eiweißproteine und ein paar Nüsse. Und das sind so Stoffe, die mein Körper super gut verarbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mein Frühstück sind ungefähr 500 Gramm Nahrungsmittel, wenn ich mir das reindonner, habe ich nicht so diesen Moment, wo ich sage, okay, ich bin fertig und werde jetzt müde davon. Das war für mich bei der Ernährung immer so ein wichtiger Punkt, dass wenn ich etwas esse, ich davon nicht müde werde. Uhrzeit spielt für mich keine Rolle, also ich esse auch manchmal vorm Schlafengehen, weil dein Körper braucht die Sachen. Und so habe ich mich da immer rangetastet. Dann habe ich angefangen, mir Wraps zu machen, ob die Grill oder irgendwelche leckeren Sandwiches, Salat habe ich angefangen. Ich habe mir sehr viel Spiegelei, Rührei mit Salat gemacht. Habe meine ganzen Toppings, Dressings habe ich geändert, mit Quark beispielsweise, mit Wasser zersetzt und gewürzt, also so, dass es mir schmeckt. Und so habe ich für mich rausgefunden, wie ich am besten mich ernähren kann. Also ich esse sehr viel ähnliche Sachen, aber es tut mir halt gut.
Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wenn ich jetzt beispielsweise außer Haus bin, da super militant bin. Also ich gönne mir auch zwischendurch was und esse nicht nur, weiß ich, überall Salat oder so. Ich esse auch mal eine richtig schöne Kartoffelecke oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Nein, so ein schönes, leckeres Essen und auch mal einen Döner gibt es auch mal. Und der positive Nebeneffekt war wirklich, dass mein Gewicht einfach flöten gegangen ist. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich habe das Gefühl, ich esse wirklich sehr, sehr viel, immer noch. Aber mein Körper kann das anders verarbeiten. Und dann habe ich irgendwann für mich selber festgestellt, warte mal kurz, wenn du morgens aufstehst und du hast Hunger, aber du bist abends ins Bett gegangen und du hattest keinen Hunger, muss das ja irgendwas Positives in dir drin sein. Und so versuche ich immer anzustreben, zu essen, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich Hunger habe. Dann gehe ich meistens auf leeren Magen noch trainieren. Also ich trinke eine Flasche Wasser zum Frühstück, dass ich zumindest ein bisschen Füllegefühl habe im Bauch. Und dann gehe ich Sport machen. Und für mich hat das super, super gut funktioniert, mich dort nicht zu limitieren und zu sagen, okay, nee, das darf ich jetzt nicht essen, ich darf keinen Kuchen essen, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen, sondern ich habe bewusst gesagt, ey, ich darf das machen, aber du musst dich danach auch bewegen. Also habe ich wieder etwas Positives mit etwas Negativem verbunden, also positiv im Sinne von geil, ich kann M&M's essen. Dafür muss ich aber auch laufen gehen. Und so hat sich in meinem Kopf das alles einprogrammiert, dass im Grunde genommen Dinge nicht schlimm sind, aber du musst dafür halt was machen. Und so hat sich meine Ernährung größtenteils geändert. Also sehr proteinreich, gesunde Fette, viele Vitamine, Salate sind damit bei. Also wie sagt Vladi sagt immer, also Vincent sagt immer, einfach mit Masse auffüllen. Und Masse ist dann in dem Fall immer Salat zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt einen Wrap machst, und du möchtest da Käse reinmachen, was übrigens mega lecker ist. Wenn du Käse reinmachen möchtest, machst du halt, füllst du halt auf mit Salat. Wenn du dir ein Dressing machen möchtest, nimm dir einfach Quark, würz den so durch, wie du ihn möchtest, schmeckt genauso gut. Also, falls ihr da eventuell auch nochmal Interesse habt, könnt ihr das super gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann, nehme ich dann einfach mal ein Video auf von meinem Essen, was ich mir immer mache. Das wird dann aber auch nicht lang, weil ich esse mittlerweile sehr, sehr frisch und mache auch jeden Tag was zu essen und meine Nahrungsmittel dauern vielleicht 10 Minuten, bis ich die gemacht habe. Also wenn ihr Lust und Interesse habt, euch das vielleicht mal anzugucken, könnt ihr mir das sagen. Dann zeige ich euch das sehr, sehr gerne. Und sobald ihr das Gefühl habt, es wird zu so einem Zwang, ist es nicht gut, weil man sollte dabei Spaß haben. Und wenn ihr dabei Spaß habt, geht das super easy von der Hand. Also beispielsweise, wenn du jetzt nicht der Typ bist, dass du auf den Crosstrainer gehen willst zum Laufen, sondern eher so der Du bist, der Fahrrad fährt, dann versuch irgendwie vielleicht dein Fahrrad in den Tag zu integrieren, dass du Fahrrad fahren kannst. Weil wenn du dabei Spaß hast, geht dir das super einfach von der Hand. Also selbiges gilt für, weiß nicht, Bildung. Also wenn du Hörbücher hören möchtest, versuch das mal zu verbinden. Ich höre mal Hörbücher, wenn ich in der Badewanne liege, einfach zum Entspannen und lerne dadurch noch irgendwas. Also wenn du bei dir den Schalter umgelegt hast, guck einfach, dass dir das Spaß macht. Hab Spaß am Leben. Und wenn dir das Video hier Spaß gemacht hat, kannst du mir gerne irgendwie einen Kommentar da lassen oder eine irgendwie andere Interaktion im Sinne von liken oder schickst deinen Freunden oder wie auch immer. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken für das ganze Feedback, was ihr mir die letzten Monate bzw. das letzte Jahr geschickt habt. Das erwärmt mir wirklich das Herz, auch wenn ich zwischendurch darauf nicht unbedingt reagieren sollte, freue ich mich wirklich sehr darüber, von euch diese, sage ich mal, Anerkennung und den Respekt von euch zu bekommen. Also Dankeschön an der Stelle, weil das gibt mir immer ein gutes Gefühl, etwas Gutes für euch zu machen oder beziehungsweise versuche immer ein gutes Vorbild zu sein. Lasst es euch gut gehen. Wann auch immer ihr das guckt, habt einen angenehmen Tag bzw. angenehme Woche. Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss.